Nee. Naturramses schon wieder dran. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ihr seht, ich habe mir das beste Wetter ausgesucht. Denn heute ist Dienstag und es ist 18 Uhr. Das heißt, momentan läuft die Spotlight-Stunde in Pokémon Go. Aber da mein Kanal eh gesperrt ist, ich keine Videos hochladen kann und ich auch nicht streamen kann, habe ich gedacht, mache ich mal was anderes. Denn Naturin will mich ja besuchen. Naturin wollte in der ersten Juniwoche seinen Geburtstag feiern und da eine Sauftour machen in Thüringen mit Flatti, vielleicht vorbeikommen zu Ramses der Dicke. Wir wollten zusammen mal 3 Tage wandern und deswegen wollte ich mich vorbereiten. Das heißt, ich habe mir jetzt hier eine Sackkarre gegönnt. Eine Sackkarre mit Rucksack, mit Wurfzelt, mit, wie heißt das nochmal? Genau, ihr wisst Bescheid, Schlafsack und einer Isomatte. Das ist nun nicht so, wie es sein sollte. Das zähre ich jetzt gerade hier durch die Gegend. Naturin hat an seinem 2000 Abonnenten-Special unter der Autobahnbrücke geschlafen, alleine. Und ich habe gedacht, zum Test, bevor Naturin kommt, wir 3 Tage wandern und außerhalb schlafen, irgendwo im Wald oder so, muss ich natürlich mal testen, ob der Schlafsack passt, ob der Sackkarren passt. Der passt auf jeden Fall nicht, ich merke das jetzt schon. Der ist viel zu klein. Wenn ich den hier festhalte, ich muss mich immer zu halb nach hinten hängen, in den Sackkarren rein. Das ist auf jeden Fall nicht gut für den Rücken. Das heißt, ich bräuchte einen mit längerem Griff. Der ist komplett ausgezogen, der muss aber noch länger sein. Haben wir noch Griffe da? Haben wir noch Sackkarren da? Was ich alles mitgenommen habe oder was ich alles eingepackt habe, seht ihr dann, wenn wir angekommen sind. Dann packe ich den Sack nämlich mal aus. Ne? Ich bin angekommen und wo ich bin, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Hier ist nämlich alles voll Wiese. Schöner Himmel. Hier ist eine schöne Abwasserleitung. Das heißt, da kommen die ganze Plörre raus. Das fließt hier schön entlang. Dahinter, hier tröpfelt es den ganzen Tag. Hier kann man sich unterstellen. Hier ist trotzdem alles nass. Aber je weiter man hier reinkommt, desto trockener wird es. Hier steht jetzt der Sackkarren. Hier hinten kommt nochmal die ganze Pisse raus. Das sieht dann ungefähr so aus. So, hier liegen auch überall Scherben, Zigaretten, sonst wie. Ich wollte eigentlich da drüben runter, wollte die Treppe herabsteigen. Aber dann hätte ich hier über diesen Fluss hüpfen müssen. Und mit der Sackkarre dazu ist das ein bisschen problematisch. Also bin ich wieder außen rum und bin da drüben die Wiese runtergeslidet. Jetzt möchte ich euch aber mal das gute Stück zeigen. Hier habt ihr jetzt also die Isomatte. Wir haben den Schlafsack. Wir haben unseren Wanderrucksack, der ein bisschen klein ist, wie man sieht. Das ist ein Mini-Wanderrucksack. Wir haben unser Wurfzelt. Und das habe ich hier schön 2 so Gurte hier drüber gespannt. Oben in die Schlaufe rein. Am Griff außen vorbei. Und dann über Kreuz hier hinten zugemacht. Hier den Rucksack habe ich auch hier drüber gespannt. Ist also gar nicht viel nötig gewesen. Nur die paar Sachen. So, ganz im Stile von Naturin möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie ich mein Wurfzelt aufstelle, keine Ahnung. Man muss da ja nichts weiter machen. Hier liegt auf jeden Fall die Vorhaut vom Zelt. Das ist jetzt das Zelt. Das habe ich im Rewe für 20 Euro gesehen. Wir haben das im Laden schon mal aufgemacht, dann haben wir es kaum zusammenbekommen. Aber jetzt müsst ihr ja eigentlich nur hier diese Schnur hochziehen. Moment, mal kurz so halten. Diese Schnur hochziehen und dann das Wurfzelt wegwerfen. Zack! Und da steht es auch schon. Wir müssen es nur mal ein bisschen hier rüber rutschen, dass das nicht so in der Nässe rumhängt. Ich finde es genial. So, das ist jetzt auf jeden Fall die Isomatte. Da können wir nämlich hier diesen Sack aufmachen. Können das hier einmal rausziehen. Dann sieht das ungefähr so aus. Und jetzt kann ich es auch in die Hand nehmen. Das muss man nämlich auch ausrollen.
Damit nichts dreckig wird, ziehen wir erstmal die Latschen aus, gehen hier drauf, müssen jetzt hier die ganze Zeit so pumpen, bis wir es Luft bekommen. Als allererstes füllt sich das Kopfteil, dann fangen an sich die Kämmerchen zu füllen. Und wenn das Kopfteil hier richtig prall ist, das merkt ihr gleich, das wird dick und hart, dann ist das Teil im Prinzip fertig. So, die Isomatte liegt jetzt drin, sieht jetzt auch größer aus. Vorher war das Zelt so klein, aber ihr seht, das kann man nach hinten, wenn man sich dagegen hängt, dann kann man das hinten noch ein Stück rausdrücken. Auch wenn das oben von den Maßen hier ein bisschen klein ist, das ist, hinten geht ein Sack raus, vorne geht ein Sack raus, sieht dann aus wie so ein Croissant. Also, Zelt ist schon in Ordnung, sage ich mal. Das ist der Schlafsack von The Beesboard. Beesboard, das müsste im Prinzip derselbe sein, den der Tourin auch hat. Nur ich habe den in Orange genommen. Ich fand die Farbe einfach genial. Machen wir den auch mal auf. Holen den mal hier raus. Wenn wir das hinkriegen, will ja nichts kaputt machen. Wenn ich hier hinten ziehe wie so ein Blöder, dann reißt bestimmt irgendwas ab. So, Schlafsack ist am Start. Schlafsack kann man nehmen, wie er ist. Einfach festhalten hier und dann wie einen roten Teppich einfach ausrollen. Hier habt ihr gleich noch die Kapuze dran. Ist auf jeden Fall richtig geiler Stoff. Hier habt ihr noch so eine Handytasche. Könnt ihr auch noch was reinpacken. Links und rechts ist auch noch Platz. Wer möchte, kann sie noch daneben legen. Und ja, das ist im Prinzip jetzt mein Bett, ne? So, wir machen jetzt mal den Rucksack auf. Gucken da mal rein. Der ist hier von Travel Way. Der ist schon richtig alt und vergammelt, glaube ich. Würde mich nicht wundern, wenn er irgendwelche Stockflecken hat. Jetzt ziehen wir den hier oben auf. Und das Erste, was wir finden, ist eine Tüte Erdnussflips. Richtig genial, weil ich Bier dabei habe. Und meistens, wenn ich keinen Bierdurst habe, kann man Erdnussflips essen. Und dann hat man automatisch Bierdurst. Also Bier und Erdnussflips finde ich irgendwie eine richtig geniale Kombination. Erdnussflips sind zu trocken, Bier ist mir zu bitter. Also esse ich Bierflips. Die packen wir mal hier hin. Dann aber als Nächstes, darf auch nicht fehlen, immer vom Biala. Biala hat mir die damals geschickt. Der Eco-Tanga, ne? Schön mit frischem Leitungswasser drin. Dann kann ich bestimmt da hinten an dem Ding auffüllen, wenn es mal leer ist, und mir die Seuche holen. Aber der Eco-Tanga darf immer mit. Das ist meine Wanderreiseflasche. Ich hoffe, da freut sich der Biala, dass ich die immer in Ehren halte. Hier habe ich zwei Ladekabel dabei, weil ich zwei Handys dabei habe. Das muss ich mir dann irgendwann mal so in die Ecke schmeißen. Dann haben wir hier, weil ich nicht weiß, ob das jetzt da hinten mit dem Kopfteil so günstig ist, haben wir hier ein Kopfkissen dabei. Und wer das kennt, das ist vom Unge, ne? Schlee. Das gab es einmal in grün, einmal in weiß. Das grüne habe ich damals meiner Ex geschenkt, das weiße habe ich behalten. So, jetzt hätte ich lieber das grüne. Unge habe ich oft geguckt, in letzter Zeit gucke ich kein Unge mehr. Ich habe vieles aufgehört zu gucken, weil vieles einfach nicht mehr das ist, wofür man es gehalten hat. Das behalte ich aber trotzdem, weil ich das irgendwie cool finde, so als Kopfkissen und zum Kuscheln. Das heißt, das kommt da hinten hin, Kopfkissen, fertig. Dann haben wir hier extra frisch vorhin zwei Brötchen geholt, zwei Dinkelbrötchen. Passend zu den Dinkelbrötchen habt ihr hier eine XXL-Packung Ferdifuchs-Mini-Würstchen. Einmal die normalen mit Schwein. Und dann hier eine Packung Ferdifuchs-Mini-Würstchen XXL mit Geflügel. Das wird sozusagen das Abendbrot sein heute Abend. Ferdifuchs und Brötchen und danach Bier und Flips. Apropos Bier. Hier habe ich eine Dose 5.0 Cola Orange Mix, dass wir auch ein bisschen Limo dabei haben. Das ist hier eine. Das ist hier eine zweite. Und dann haben wir natürlich hier noch 5.0er Dosenbier. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ich hoffe, das lockt jetzt nicht die Bierdurstigen an. Das dürfte hier alles gewesen sein. Hier an der Seite habe ich noch zwei Milchschnitten drin. Das sollte eigentlich das Frühstück für morgen sein. Vielleicht esse ich die aber heute noch. Hier haben wir noch ein Actimel, glaube ich, mit Erdbeerbanane. Das ist natürlich auch gesund, darf auch nicht fehlen. Und mein Autoschlüssel, richtig genial, den packe ich jetzt wieder rein. Am besten zumachen und nicht vergessen. Was haben wir auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite haben wir eine Powerbank. Ist ein bisschen nass geworden. Eine Powerbank von Anker natürlich, beste Marke, kommt hier rüber. Dann haben wir hier zwei Handys. Einmal ein Handy zum Geschenke machen und einmal ein Handy mit SIM-Karte, damit ich erreichbar bin. Werfen wir auch alles mal da rein. Dann habe ich hier mein Gotcha fürs Geschenke machen. Die Pokémon-Spieler kennen sich aus. Werfen wir auch mal da rein. Dann ist hier nichts weiter drin. Und hier vorne habe ich noch eine Box. Und in dieser Box, Homesuit, sind nochmal zwei Kamera-Akkus drin. Beziehungsweise ist hier ein Ladegerät drin, da ist hier so eine Schachtel. Da kann man bis zu drei Kamera-Akkus reinpacken. Kann die auch laden, da sind jetzt noch zwei Ersatzakkus drin. Der dritte ist in der Kamera, die könnte man alle drei hier reintun, dann anstecken an den USB. Auch an die Powerbank könnte das laden, aber so viel brauche ich glaube ich eh nicht. Das packen wir jetzt auch hier rüber. Der Rucksack ist jetzt glaube ich leer. Das ist also alles jetzt, was ich dabei habe. Kopfkissen, Powerbank, Gotcha, Handys, was zu naschen, Actimel, Ferdifuchs, Brötchen, Milchschnitte, Leitungswasser, zweimal Cola-Orange-Mix, mein Sackkarren habe ich noch dabei und eine Dose 500er Dosenbier. Da werde ich mir jetzt glaube ich auch das erste aufmachen. So. Und dann würde ich sagen, werde ich mich erstmal ein bisschen häuslich niederlassen. Was mich ein bisschen nervt ist, ich habe so eine Drücklampe, die wollte ich eigentlich mitnehmen, so als Gag, die habe ich zu Hause vergessen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier alles stehen lassen kann und kann nochmal nach Hause laufen und kann das holen oder ob, wenn ich wiederkomme, der nächste schon im Zelt liegt, ne? Auf jeden Fall habe ich gerade auch mal mein Handy angemacht. Das habe ich ja die ganze Zeit jetzt ausgehabt. Jetzt habe ich es mal angemacht, habe mal in die Telegram-Fangruppe reingeguckt, habe mal Hallo gesagt, habe mal kurz ein paar Bilder reingeschickt und jetzt gibt es schon Spekulationen, wieso ich unter der Brücke sitze, ob ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann oder ob irgendwas passiert ist und ob das ein Video wird oder nicht. Also Grüße an die Telegram-Fangruppe auf jeden Fall. So. Ich habe mich kurzerhand dazu entschlossen, jetzt doch noch mal heimzulaufen. Ich weiß, es ist ein bisschen riskant, weil ich habe jetzt meinen Sackkarren zurückgelassen, meine Isomatte, meinen Schlafsack, mein Dosenbier, mein Zelt, alles. Aber bin ja schlau. Das Wichtigste habe ich natürlich eingepackt. Das heißt, ich habe in der Hose meinen Haustürschlüssel, mein Handy und hier, da war ja eigentlich der Schlafsack drin, habe ich die wichtigsten Sachen, die sonst noch im Zelt waren. Guck mal, so viel ist das gar nicht. Da ist jetzt, ich bin übrigens nicht betrunken, ich bin nur außer Puste, habe bis jetzt nur das eine Bier getrunken, ich kann trotzdem nicht mehr. Da ist jetzt das Gotcha drin. Da ist das Gotcha drin, da ist die Powerbank drin, da ist das andere Handy drin und das war's eigentlich. Adi! 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 Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen los. Werf dich hin, los. Ganz freiwillig. Bauchsport. Adi! So, und damit ihr mir glaubt, dass ich jetzt wirklich nur die wichtigsten Sachen dabei habe, seht ihr hier, da ist wirklich nur ein Handy drin, da ist eine Powerbank drin, da ist das Gotcha drin, ne? Sonst ist da nichts drin, das ist drin und deswegen war ich jetzt zu Hause. Guckt euch das an.
das ist schuld, deswegen bin ich jetzt heimgegangen. Aber das seht ihr dann heute Abend, wenn es leuchtet. Guck mal, die Sonne. Regen weg. Ich melde mich noch mal kurz zurück mit dem ersten Problem, was ich sehe. Und zwar hat Naturin zwar gesagt, dass ich mit der Matratze, also mit der Isomatte, deutlich weicher schlaf als er. Ich hatte aber Bedenken, wenn du die so einfach irgendwo auf den Waldboden legst und da spießt was rein, dass sie ein Loch kriegt und die Luft rausgeht, was du natürlich bei einer anderen Isomatte nicht hast, die aus Schaumstoff oder so besteht, die kannst du auf Nägel drauflegen und da passiert gar nichts. Und wenn ich mir das jetzt hier so angucke, wenn ich das mal hier wegnehme und ich drücke hier mal drauf, das ist, das weiß ich nicht, da ist nichts. Du drückst hin und bist direkt auf dem Boden. Du drückst hier hin und bist direkt auf dem Boden. Schon vor dem Schlaf, vor dem eigentlichen, ist alles kaputt. Das Zelt! Das Zelt ist das billigste, was es gibt für 20 Euro. Einfach so Wurfzelt, aber du wirfst es hin, es steht. Es erfüllt seinen Zweck. Diese Isomatte für fast 40 Euro. Kaputt. Oder wenn nicht kaputt, dann trotzdem sinnlos, weil du auf dem Boden liegst. Moin moin, ich bin's wieder, euer Ramses. Jetzt erstmal ein Actimel für die Abwehrkräfte. So sieht's immer noch aus. Ich habe alle Sachen reingeräumt. Alles, was hier davor gelegen hat, findet ihr jetzt da drin. Das, was da steht, steht da. Hier sind jetzt die Erdnussflips. Und die Erdnussflips habe ich schon aufgemacht. Die bin ich gerade am Essen. Und irgendwie wirkt es so, als hätte die Matratze jetzt wieder mehr Luft als vorhin. Ich bin mir immer noch unsicher, was das ist. Aber das gucke ich mir noch mal genauer an. Ne? Jetzt schreibt mich einer an. Der Ludi! Ludi! Hat mich angeschrieben, wollte wissen, ob man im Raid-Chat fragen darf nach einem Gala Smogmog Raid. Jetzt hat er gesagt, ey, du kannst doch spoofen. Kannst du mir nicht einfach in einen einladen und so? Ich bin nicht mal mit ihm befreundet, ne? Jetzt hat er mir extra seinen Trainercode geschickt. Ich habe gesagt, ja, ich will gleich Geschenke machen. 21 Uhr möchte ich Geschenke machen in Budapest. Jetzt ist es 21.02 Uhr. Jetzt schreibt er mich an. Jetzt freut er sich hier, dass ich Level 50 bin. Und jetzt habe ich extra einen Gala Smogmog Raid gesucht und habe den Ludi eingeladen. Aber weil er den nicht alleine schafft, muss ich jetzt mit dem Ludi den Gala Smogmog Raid machen. Damit er einen Gala Smogmog Raid gemacht hat. So, jetzt ist es langsam ziemlich dunkel draußen. Ihr seht, hier steht noch mein Bier. Und hier seht ihr auch, warum ich vorhin die Lampe geholt habe. Guckt die euch doch mal an. Ist die nicht süß? Vor allem, die muss man, wie können wir das mal testen hier? Wir müssen die mal irgendwo, zack, wenn ihr die irgendwo auf den Boden haut, dann seht ihr, die wechselt ihre Farbe, die wird rot, die wird gelb, die wird grün, die wird blau, die wird alles Mögliche. Ach, ich bin so süß, ich sehe aus wie ein Pokémon, ich werde lila und rosa. Und dann wird es wieder weiß. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Wenn ihr eine bestimmte Farbe beibehalten wollt, müsst ihr die nochmal drauf kloppen. Dann sagen wir so, zack. Jetzt ist es bei grün, wir haben geklopft, also bleibt das jetzt immer so beim grün. Und ja, wenn wir es aushaben wollen, machen wir es halt aus. Wenn wir es anhaben wollen, machen wir es an, aber dann ist es halt wieder weiß. Und wir können es an, aus, an, aus, an. Einmal klopfen. Dann wechselt es die Farbe. Guck dir das doch an. Und wenn du eine bestimmte Farbe haben willst, dann klopfst du nochmal. Wollen wir mal warten, bis es lila wird? Nochmal. Türkis. Blau. Lila. Zack. Und wir hauen da unten hin.
Jetzt ist es lila. Bei euch sieht es rosa aus. Bei mir ist es lila, bei euch ist es rosa. Egal. Die Katze ist am Start. Wir wollen jetzt aber mal hier die Tüte rausholen. Denn da sind zwei frische Dinkelbrötchen drin. Und wir wollen mal gucken. Wir haben hier die Fertigfuchs-Mini-Würstchen. Wenn wir die aufmachen. Das sind 10 Stück. Ja, 10 Fertigfuchs-Mini-Würstchen drin. Das heißt, wir können sicherlich 5 Stück essen. Ach mein Gott. Wir können 5 Stück essen. Ich komme hier nicht klar, Mann. Ich brauche so eine Kameraleuchte. Wir können 5 Stück essen zu dem einen Dinkelbrötchen. Und dann können wir 5 Stück essen von dem Geflügel zu dem anderen Dinkelbrötchen. Und dann haben wir so 10 Würste gegessen. Die sind nämlich hier orange. 10 Würste. Ach mein Gott. Eben ist mir das Bier umgefallen da hinten und hat irgendwie das ganze Zelt voll gesaut. Aber ist egal, denn wir haben ja noch ein Dinkelbrötchen am Start. Das können wir jetzt mal aufmachen. Ihr müsst hier oben diese Kappe abziehen. Dann könnt ihr das in den Mund nehmen. Wenn ich das so esse, ein Würstchen, ein Biss, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, mit einem so einem Brötchen könnte ich 8 Pferdefuchs-Mini-Würstchen essen. Ich muss ehrlich sagen, die Geflügel haben mir irgendwie gerade besser geschmeckt. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen was essen. Dann werde ich mich wahrscheinlich hinlegen, noch Geschenke machen, nach den Geschenken vielleicht nochmal melden. So, ich war jetzt hier nochmal austreten. Ne? Es ist eigentlich gar nicht so spät. Moment. Wo ist denn das Zelt hin hier? Da ist das Zelt. Das seht ihr nochmal, wie das aussieht. Da kannst du reingucken, ne? Ich habe jetzt 4 Bier getrunken. Ich fühle mich, als hätte ich 4 Kästen getrunken. Ich werde jetzt ins Zelt wieder gehen. Ich werde jetzt ganz fix die Geschenke machen. Und also bei Pokémon Go Geschenke machen. Und dann werde ich wahrscheinlich schlafen. Ich sag dann nochmal gute Nacht, aber irgendwie ist es ein bisschen kalt. Und irgendwie ist es ein bisschen unbequem. Weil du merkst, diese ganzen unebenen Steine merkst du halt komplett durch. Diese grüne Matte ist komplett sinnlos. Das ist, wie wenn da gar nichts wäre. Da ist auch gar keine Luft mehr drin. So, guten Morgen. Was soll ich sagen? Irgendwie war ich ja trotzdem gestern relativ schnell müde. Und nach dem Geschenke machen bin ich relativ zeitig, habe ich mich gelegt. Ich wollte dann noch probieren, vielleicht das 5. Bier noch zu trinken, noch ein paar Ferdifuchs-Würstchen zu essen. Weil ich wusste, dass ich das Brötchen heute theoretisch nicht mehr essen kann. Das schmeckt heute nicht mehr. Ist nicht ganz geglückt. Brötchen ist immer noch da. Das Bier habe ich dann einfach vor die Tür gestellt, weil ich es nicht mehr trinken wollte. Ich habe immer noch ein Bier, ist immer noch da. Hier, die 2 Limos sind noch da sozusagen. Ja, Ferdifuchs, die eine Packung ist jetzt leer, die Geflügel. Die andere ist noch im Prinzip fast voll.
Da ist eigentlich noch fast alles drin. Das Zelt schwitzt schon wieder. Also, wenn ich hier so am Rand gucke, da ist halt überall Wasser. Das sind Kondenstropfen, irgendwas. Ich muss sagen, das Wasserplätschern war eigentlich recht angenehm. Die Autogeräusche waren angenehm. Alles war angenehm. Es war nicht kalt. Der Schlafsack ist so genial. Du mummelst dich da rein. Es ist übelst gemütlich hin und her. Es geht auf jeden Fall klar. Aber mir tut einfach alles weh. Wenn du auf dem Rücken liegst, nach kurzer Zeit, der Rücken tut weh. Du legst dich auf die Seite, nach kurzer Zeit, die Seite tut weh. Du rollst dich auf den Bauch, nach kurzer Zeit, der Bauch tut weh. Du rollst dich auf die andere Seite, also tut die andere Seite weh. Du liegst wirklich hier auf dem blanken Stein, auf dem blanken Untergrund. Das ist nix. Also diese Isomatte ist der letzte Dreck. Wie gesagt, ich liege hier und das sind keine Waben mehr, kein gar nichts. Das ist im Prinzip wirklich genau, das kannst du wegpacken und kannst dich direkt hier auf die Zeltunterlage legen, auf den Zeltboden legen. Das hätte denselben Effekt. Also die werde ich definitiv nicht mitnehmen. Die werde ich zurückgeben und werde mir was anderes, was Stabiles, was so aus Stabilstoff, genau. Guck mal, ob jemand davor steht. Bier. Es ist übrigens, wenn wir das mal auf dem anderen Handy nachgucken wollen, es ist 6.17 Uhr, ja? Sieht das aus wie 6.17 Uhr? Es sieht auf jeden Fall gut aus. Ich stehe jetzt erstmal auf, ich quäle mich hier raus und ich melde mich gleich von draußen wieder. Ich glaube, ich werde jetzt heimgehen trotzdem. Werde mich zu Hause einfach nochmal hinlegen. Nachher noch Raid am Mittwoch aufnehmen. Die Raid Mania machen. Später. Ich habe das jetzt mal hier ein bisschen zusammengewühlt. Die Sackkarre ist noch am Start, aber wie gesagt, die ist zu kurz. Die muss höher sein. Die geht leider nicht höher. Die ist bis draußen. Hier habe ich jetzt den gelben Sack. Den habe ich gestern ja gehabt, um die oberen Sachen vor Regen zu schützen. Da habe ich jetzt meinen Müll erstmal rein. Da ist auch die Milchschnitte drin, das Milchschnittepapier, der Actimel, die ganzen Mini-Würstchen heute habe ich einfach in den Rucksack mit reingeworfen. Hier den Schlafsack habe ich schon zusammen gemacht. Hier muss dann gleich noch das Zelt rein, in die Tüte. Und wie ihr seht, das Grüne hier, diese Isomatte habe ich jetzt nicht zusammengerollt und in den Beutel zurück. Die habe ich jetzt einfach rausgezerrt und einfach hier rein, weil die ist ja eh doof, ne? Und die, weiß ich nicht, brauche ich auf jeden Fall eine andere. Das kann ich jetzt dann aber auch noch zumachen. Jetzt müssen wir theoretisch nur noch unseren Schlafsack nehmen. Den können wir hier oben drauf. Einfach einmal hier so rum und da drauf setzen. Halt Ruhe. Sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß. Hier den Müll, den legen wir jetzt auch einfach hier drauf. Das wird schon ausreichen, die paar Meter. Normalerweise hat hier gestern also die Isomatte drauf gelegen und das hat hier drauf gehangen. Und da der Rucksack und da das Zelt, also sieht auf jeden Fall wieder stabil aus. Da liegt noch ein Handy. Kann man auch mal mitnehmen. Und ja, jetzt muss ich mich wieder hier hochbuckeln. So, das war's also. Jetzt erstmal heim und schlafen. Total sinnlos, oder?
Man steht gerade auf nach einer Nacht, um sich hinzulegen und zu schlafen. Jetzt schiebe ich auf jeden Fall meinen komischen Sack hier wieder durch die Gegend. Der rutscht immer darüber. Hier hätten wir auch drunter schlafen können. Da wäre es nur ein bisschen feucht geworden. Aber es hat ja auch so wieder getropft aus allen Löchern. Also finde ich auf jeden Fall gut, dass ich das vorher getestet habe, dass ich nicht diese schissige Isomatte mitnehme und dann 3 Tage einfach auf dem Boden schlafe, sondern weiß, da muss was anderes her und dass der Wagen länger muss, sonst gibt's Rücken. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und schön die Hecke noch mitgenommen. Ey, es kann doch nicht sein. Jetzt war ich schon im Prinzip fast zu Hause. Stand an der Ampel, drück auf die Ampel, fasse meine Hose, wieder mal nichts gefunden. Jetzt bin ich extra zurückgelaufen, habe meinen Sack wieder abgestellt, habe geschaut und ich habe es schon von oben gesehen, dass mein Handy nämlich schon wieder abgehauen ist. Sprich, als ich den scheiß Sack hier hochgeschleppt habe, ist das schon wieder aus der Hose rausgerutscht. Liegt jetzt hier unten rum. Also, ja, das ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir das noch bemerkt haben. Es ist jetzt 6.48 Uhr. Vielleicht stecken wir es wieder in die Hose, ne? Es ist ja auch total schissig hier. Du läufst und läufst und dann... Ja, ihr seht selber schon, worauf das hinausläuft. Also Jungs und Mädels, Safety first, ne? Lieber ein Schloss dran, guckt immer, dass alles am rechten Platz ist. Jetzt quetsche ich mich wieder hier hoch, das war's aber jetzt wirklich von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal, peace out, Vorhaut, euer Ramses.